Eine beeindruckende Energiebilanz, tiergerechte Haltung und der Erhalt von Naturschutzräumen. Die Genossenschaft Agrarprodukte Kitzen versteht sich als herkömmliches Landwirtschaftsunternehmen und macht doch einiges anders. Umweltgerecht ist man, wenn man nachhaltig produziert, wenn man darauf achtet, dass die Ressourcen geschont werden, sodass sie auch in ein paar Jahren noch da sind. Den Ansatz verfolgen wir eigentlich bei allem, was wir tun. Auf ihren Nutzflächen von insgesamt 32 Quadratkilometern wird größtenteils das verwertet, was man selbst produziert hat oder was bei der Produktion übrig bleibt. Moderne Kreislaufwirtschaft. Die Biogasanlagen und Photovoltaikfelder erzeugen jährlich 9 Millionen Kilowattstunden Strom. Das reicht für den eigenen Bedarf. Der Rest, 1 Million Kilowattstunden, wird ins Stromnetz eingespeist. In Sachen Fleisch- und Milchproduktion arbeitet man ausschließlich mit der eigenen Nachzucht. Dabei steht das erhöhte Tierwohl an erster Stelle. Unsere gemeinsame Vision ist, die Landwirtschaft zu zeigen, so wie sie heute ist, und auch so zu halten, an den Punkten zu verbessern, wo wir Verbesserungsmöglichkeiten sehen, sodass wir auch die Landwirtschaft am Ende an unsere Nachkommen weitergeben können und dass die sich genauso daran erfreuen können wie wir heute. Hier entsteht gerade ein gläserner Kuhstall. Moderne Landwirtschaft soll transparent und erlebbar gemacht werden. Die Genossenschaft Agrarprodukte Kitzen mit 134 Anteilseignern. Ein Betrieb, der sich den ökologischen Herausforderungen der Gegenwart stellt. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. In der Rollemühle in Grünhainichen klappert heute nichts mehr. Aber das alte Müllerhandwerk wird hier seit mehreren Generationen gehegt und gepflegt. Ganz im Einklang mit der Natur. Ein eigenes kleines Wasserkraftwerk versorgt den Betrieb mit sauberem Strom. Umweltschutz sei den Müllern in die Wiege gelegt, meint Inhaber Thomas Rolle. Wir sind also als Wassermühle ganz nah dran an der Natur, was die Wasserkraft betrifft. Wir haben mit einem Produkt zu tun, was auf dem Feld wächst, was also auch unter dem Himmel entsteht. Und wir sorgen nicht zuletzt mit unserem Produkt für das tägliche Brot, sodass wir dort also schon ganz, ganz nah dran sind und wissen, wie wichtig es ist, dass die Schöpfung bewahrt wird. Mit einem Netzwerk, das Landwirte, die Müllerei und regionale Verkäufer vereint, will man außerdem dafür sorgen, Ressourcen für die Zukunft zu erhalten. Unter der Dachmarke Landgemacht bietet das Unternehmen eigens hergestellte Mehle und andere Bioprodukte sowohl für Privatkunden als auch für Händler an. Im Hofladen werden weitere regionale Erzeugnisse angeboten. Das Konzept kommt an und lockt nicht nur zum Mühlentag. Traditionelles Handwerk, kurze Wege und ökologische Kooperationen. Mit diesen Säulen steht am Ende wirklich ein nachhaltiges Produkt. Flächenmäßig gesehen ist der Campus der TU Dresden der neuntgrößte in Deutschland. Lebendig ist er jedoch nur in der regulären Arbeits- und Vorlesungszeit. Auf dem Weg vom Umweltmanagement zur nachhaltigen Campusgestaltung heißt das Projekt der TU Dresden. Ziel: die Förderung der Biodiversität und Erhöhung der Aufenthaltsqualität auf dem Campus. Das ist ein Projekt, wo wir alle Universitätsmitglieder einbinden können und gerade gemeinsam Ideen sammeln, um den Campus neu zu gestalten. Und es geht wirklich nicht nur um das Konzept, sondern wir wollen auch wirklich die Umsetzung angehen. Im Jahr 2028 wird die TU Dresden 200 Jahre alt und bis dahin wollen wir Teile des Campuses neu gestalten. Die TU Dresden engagiert sich seit vielen Jahren für den Umweltschutz. Sie sieht ihre Aufgabe darin, Umweltbewusstsein in Forschung und Lehre zu vermitteln, sowie in der täglichen Arbeit umzusetzen. Dazu gehört auch ein ausgeklügeltes Mobilitätskonzept. Der Masterplan Campusgestaltung hat eine ganze Reihe von Ideen, die verkehrliche Auswirkungen mit sich bringen. Und wir sind fachlich eben dafür da, diese verkehrlichen Auswirkungen zu beurteilen und entsprechend konzeptionell dann auch so zu untersetzen, dass ein zum Beispiel autoarmer Campus, wie ein Konzept im Masterplan Campusgestaltung halt eben auch vorliegt, Realität werden könnte.